Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier natürlich einfach mal eine Zäsur, den TV-Ideen da zu entrichten. Natürlich, und da ist einer, der hat auch eine Botschaft für dieses, was sich da TV nennt. Ja, das kann man nicht ertragen, nein. Und Sie werden hier was hören, wo Sie sagen, das verstehen Sie. Sie sagen, Sie nehmen das hin und sagen, jetzt verstehen Sie endlich, was Sie auch immer verstehen wollten. Ja, und dafür gehen wir in den Ton und dann wissen Sie, worum es geht. Einfach herrlich. So, Sie haben eine Botschaft für eine Richtigstellung. Ist das so, ja? Sagen Sie doch mal, was ist mit Ihnen da los? Ja, Sie sind doch in einem bestimmten Alter auch, ne? Ja, ich sage mal, dem TV, ja, da ist eine Susanne Link. Ich muss das mal sagen. Susanne Link, weißt du, ja, du bist nicht meine Mutter, ja? Das muss ich mal sagen, ja? Also, ich kenne kein Verhältnis, ja, was es gegeben hätte, ja, woraus ich, ja, aus eines Verhältnisses mit dir, liebe Susanne, ja, also, wenn ich sie siezen darf, ja, also mit dir, sage ich mal, entschuldige mein Deutsch, ja, ich spreche auch Deutsch. Ich weiß, dass ich, ja, ich bin da nicht, nein, also, ja, du bist nicht meine Mutter. Und verstehe das, ja, endlich auch mal, ja. Vielleicht gibt es auch noch andere, die so denken, ja. Das mit der Mutter, das kann ein Irrtum sein. Und eine Richtigstellung muss ja auch hier tätig sein. Ja, das sage ich einfach mal. Ich kenne meine Mutter, ja. Ich trage sie heute noch. So ist es. Ja, Sie haben das jetzt hier richtig gestellt. Eine TV-Zäsur, das muss auch mal sein, damit die nicht sonst, sie bilden sich da, was denken die überhaupt beim TV, was bildet man sich da ein? Es ist ja völlig irre heutzutage, ne? Das ist ja, was da alles so in die Welt gedichtet ist, ja, auch Berlin-Gedichte machen die da immer, natürlich, und das könnte auch ein Irrtum sein, weil es von nicht echten Berlinern getätigt ist, ist das auch so? Ja, das ist auch... Auch nicht Mutter beeinflusst von irgendwas. Also echt Berliner Müttern, das kann nicht sein. Ich höre das raus. So, diese Art des Berlinerns, also nein, gar nicht, geht nicht, würde ich. Nein, also ich verstehe das, ich dichte auch was mal so rum. Ja. Da würde man sagen, das ist Berlinern, das geht, ja. Ach so, ja, ich danke Ihnen schön. Ja, ein Gruß an die Rheinschiene natürlich, ja. Das war's dann mal gewesen. Ich danke auch für diese Zäsur, diese Mutterzäsur. Es muss auch mal sein, eine Mutterzäsur. Ich danke Ihnen schön. Ja, ich danke auch. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das gehört. Wie kann das sein? Da sagt ein Berliner zum Rheinland hinüber. Er ist nicht der Sohn irgendwelcher Mütter, rheinländischer Mütter. Das muss auch mal verstanden werden, ja. Eine Richtigstellung, ja. Die soll jetzt hier nicht zu irgendeiner Art der Verzweiflung führen, ja. Hören Sie auf, was Sie da erzählen, ja. Das war's dann mal, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.